Vielen Dank, Herr Präsident. Gut, dass Sie das noch mal wiederholt hätten, sonst hätte ich es ja hier versäumt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Senator ist nicht da. Es ist gar kein Senator da. Ja, aber wie der Kollege Albers vorhin sagte, die Lücke füllt sich auch so. Möchte trotzdem gerne mit einem Zitat des Senators beginnen vom 20.08. Damals sagte Senator Chaya, wir haben uns in Berlin auf den stark erhöhten Zugang schon länger vorbereitet und damit begonnen, neue Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen, um den wachsenden Flüchtlingsstrom gerecht zu werden. Das war im August. Was dabei rausgekommen ist, haben wir heute schon in der Aktuellen Stunde gehört. Moabit Hilft hat heute oder gestern noch mal eine umfangreiche Pressemitteilung gemacht, die die Situation vorm Lageso erklärt. Wir wissen nach wie vor, dass ganz viele Flüchtlinge in die Obdachlosigkeit geschickt werden, dass die Unterkunftsplätze nach wie vor nicht ausreichen. Wir sind jetzt bei Turnhallen und Zelten angelandet, was der Senator noch vor einem Jahr ausgeschlossen hat. Und die ganze Stadt weiß das. Nur die Berliner CDU lebt in einer Parallelgesellschaft und blickt überhaupt nicht, was in dieser Stadt vonstatten geht. Sonst hätten sie heute ihre Politik von ihren Senatoren so nicht loben können. Jetzt hat uns ja Herr Drecker aufgefordert, denn sollten wir mal politische Aktivitäten starten. Vielen Dank, Herr Drecker, das tun wir seit geraumer Zeit, sowohl parlamentarisch als auch außerparlamentarisch, falls es Ihnen nicht entgangen ist, mit sehr vielen Anträgen. Auch die Piraten und die Grünen haben das gemacht, wurde alles abgelehnt. Nur Sie hatten bisher noch keine Idee und keinen Plan, was Sie machen wollen. Wir legen Ihnen heute... Wir legen Ihnen heute erneut einen Antrag vor, wo wir aufzeigen, wie man mit einem sehr guten Weg und möglicherweise auch relativ schnell neuen Wohnraum für eine menschenwürdige Unterbringung für Flüchtlinge und ich sage auch gerne für andere Menschen, die darauf angewiesen sind, zur Verfügung stellen kann. Ich komme noch mal zurück. Wie werden denn geflüchtete Menschen in die Obdachlosigkeit geschickt? Das ist relativ einfach. Man geht zum Lageso, stellt sich dort in eine lange Schlange, möglichst viele Tage, erhält irgendwann einen Hostelgutschein und wird auf die Reise in diese Stadt geschickt, sich ein Hotelzimmer zu suchen. Dies scheitert in der Regel, weil ganz wenige Hostelbesitzer überhaupt noch bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Warum? Weil das Lageso nicht mehr in der Lage ist, zeitnah, wie Herr Schaja gerne sagt, zeitnah seine Rechnung zu bezahlen. Die Hostelbesitzer warten mehrere Monate darauf, dass sie das Geld kriegen und sagen, vielen Dank, das brauchen wir nicht, davon können wir nicht leben. Kann man ihnen übrigens nicht für übel nehmen. So, deshalb sagen wir mit unserem Antrag, der Senat soll jetzt endlich mal mit Betreibern von Hosteln reden. Er soll auch mit der DEGOHE, also dem Hotel- und Gaststättenverband, reden darüber, ob es möglich ist, weitere Kontingente für die Unterbringung von Flüchtlingen anzumieten. Das könnte relativ schnell gehen und, meine Damen und Herren, es hätte übrigens für alle Seiten ausgesprochen große Vorteile. Der Vorteil für die Flüchtlinge wäre, sie würden einen Hostelgutschein erhalten, den sie einlösen können und man würde ihnen im Übrigen auch sagen, in welche Richtung sie gehen müssen und wo sie ein Hostel finden. Die Betreiber der Hostels und der Hotels hätten eine planbare Größe und würden jedes Mal Ende des Monats auch ihr Geld bekommen und müssten nicht immer zittern, dass sie den Monat nicht mehr überlegen wegen der Außenstände. Der Senat hätte auch einen Vorteil davon, er könnte nämlich endlich mal zeigen, wie er die Beschäftigten in dem Lageso entlastet und nicht immer noch was draufpackt. Die müssten denn nämlich nicht immer diese elenden, zeitraumten Einzelabrechnungen machen, sondern könnten einfach das Kontingent abrechnen und hätten mehr Zeit, um was anderes zu tun. Und zu guter Letzt würde man damit endlich
all den unseriösen Hostelbesitzern, die noch ein Stockbett und noch ein Stockbett und noch ein Stockbett in ein Zimmer stellen und jedes Mal 50 Euro pro Tag, pro Person mehr kriegen. Denen würde man endlich das Handwerk legen. Und wenn man das möchte, dann finde ich, sollten Sie jetzt unserem Antrag mal zustimmen. Die paar von der SPD haben vielleicht noch zugehört. Die CDU war wieder in ihrem Paralleluniversum und hat es gar nicht mitgekriegt. Aber das würde tatsächlich jetzt mal etwas verändern.